Das Startfahrzeug setzt sich in Bewegung. Die Favoriten mit der Nummer 1, 3 und 4 in der ersten Reihe, von uns aus gesehen ganz innen. Das Startfahrzeug setzt sich jetzt in Bewegung. Gibt den Start jetzt frei. Ein kleiner Fehler von Ice Cocktail, der aber an zweiter Stelle bleibt. Imagine übernimmt erstmal die Spitze vor Ice Cocktail, dann lauert innen Fortuna Fighter, außen Innocent mit der Nase im Wind auf die zweite von drei Tribünenpassagen. Imagine führt vor Ice Cocktail, dann ist es Innocent innen, lauert Fortuna Fighter, dann ist auch Gennato Dark zur Stelle in guter Haltung, auch Danny La an etwa sechster, siebter Stelle, innen Hermes Somoli, dann ist es ein Fehler von Imagine, Sturz von Imagine, und das hat jetzt Xavier Bouvet hervorragend gemacht, dass er es schafft, Imagine anzuhalten. Einen großen Umweg musste Danny La gehen, ist jetzt rechts zurückgefallen und es sieht nach einer Außenseitergeschichte aus, denn vorne ist zwar ein Mitfavorit, aber dahinter sind nur noch Außenseiter. Vorne ist Ice Cocktail mit Adrian Burger, der hat die Situation blitzschnell erfasst und die Flucht angetreten. Vorne also Ice Cocktail, an zweiter Stelle Fortuna Fighter, dann Hermes Somoli mit Gennato Dark und als einzige auf der Verfolgung Danny La, aber vorne scheint die Sache gegessen für Ice Cocktail mit Adrian Burger, dem im Moment führenden Berufsfahrer der Schweiz. Noch 200 Meter für Ice Cocktail. Ice Cocktail vor Gennato Dark. Ice Cocktail gewinnt vor Gennato Dark. Dann ist es Hermes Somoli. Dann der Pechvogel Danny La. Wir bedanken uns recht herzlich beim Kanton St. Gallen für die Preissumme und begrüßen in unseren Reihen recht herzlich Herrn Regierungsrat Beat Tinner. Herzlich willkommen und herzlichen Dank. Siegreich die Nummer 3, Ihr Applaus gehört Ice Cocktail. Ice Cocktail vom Stall Nyburg im Training und Gefahren von Adrian Burger. Wir gratulieren recht herzlich. Die Pferde kommen gemütlich Richtung Start. Höchstwahrscheinlich wird Al Quarto mit Jörg Langmeier die Spitze übernehmen. Er ist der erfahrenste auf der Crossbahn, sowohl der Reiter wie auch das Pferd, und das ist bereits der Start. Da will niemand so richtig gehen, eben wie gesagt, Al Quarto übernimmt die Spitze mit Jörg Langmeier, an zweiter Position Le Feugre mit Gabriele Agus, die Nummer 3 Scampalo mit Damian Mescam und die Nummer 2 am Schluss dann Breitmann mit James Revlin. Jetzt die Wendung. Al Quarto, Le Feugre, dann Scampalo und Breitmann. Über den Taminer Forst, Holzsprung. Keppeliwal mit Le Feugre an der Spitze. An zweiter Position ist es Al Quarto zusammen mit Breitmann, dann Scampalo. Und jetzt eine der entscheidenden Passagen. Maueraufsprung und gleich die enge Wendung nach rechts gegen den Deltamöbel Sandgraben wieder Richtung Tribüne. Wer erwischt diese Wendung am besten? Vorne ist Breitmann innen auf dem kürzesten Weg. Le Feugre weiter außen herum und Al Quarto macht noch einen kürzeren Weg. Le Feugre hat zwar ist zwar schneller marschiert, aber hat etwas mehr Weg gemacht. Breitmann gegen den Deltamöbel Sandgraben. Noch 7 Hindernisse. Breitmann, Al Quarto, Le Feugre und auf der Verfolgung Scampalo. 6 Hindernisse mit Breitmann, der mir hervorragend gefällt. An zweiter Position ist es Le Feugre und Al Quarto an dritter Stelle. Da hat Jürg Langmeier jetzt eine Aufgabe, wenn er die beiden Jüngeren noch schlagen will. Die beiden Jüngeren, sowohl Reiter wie auch Pferde. Jetzt übernimmt Le Feugre wieder die Spitze mit Gabriele Agus. An zweiter Position Breitmann mit einem kleinen Fehler gegen den Baumstamm. Dann Pappelsprung, Holzbrunnen, Jeninser und Rudi Günthardt Hürde. Rudi Günthardt Hecke. Da ist Le Feugre weg für den Stall Ross Riet. Wer macht sich auf die Verfolgung? Al Quarto versucht es, aber Le Feugre, den werden sie nicht mehr einholen. Al Quarto macht Boden gut, aber Le Feugre ist vorne. Le Feugre ist recht weit vorne. Le Feugre, Gabriele Agus schaut sich um. Le Feugre und Al Quarto greift an. Le Feugre, aber Al Quarto kommt nicht mehr heran. Le Feugre gewinnt. Le Feugre mit Gabriele Agus. Der gewinnt schon wieder. Gabriele Agus auf dem zweiten Platz, Al Quarto. Dann Breitmann, dann Scampalo. Herzlichen Dank all diesen Preisspendern. Herzlich willkommen allen Preisspendern, die heute persönlich bei uns anwesend sind. Die Hufschmiede Cornelia Zindel
und natürlich die ganze Entourage des Siegers. Denn ihr Applaus gehört dem großartigen Sieger, debütiert auf der Crossbahn. Ihr Applaus gehört Le Feugre. Le Feugre steht im Besitz des Stall Rosriez, trainiert von Chantal Zolle und geritten von Gabriele Agus. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben zwei Rennen in einem. Da ist mit der Nummer 6 unverändert in Führung Buchbühls Hunters Bay in Front. Und das wird schwierig, den noch zu schlagen, auch wenn jetzt hier Buchbühls Gentleman Velvet Early gut aufkommt. Josephine ist zurück. Aber vorne ist es mit der Nummer 6 Buchbühls Hunters Bay. Buchbühls Hunters Bay und Aurora Emilia Lang. Was passiert hinten bei den B-Ponys? Da hat Sonny jetzt die Spitze übernommen, aber das ist der Sieg bei den A-Ponys für Buchbühls Hunters Bay und Aurora Emilia Lang. Auf dem zweiten Platz ist es Buchbühls Gentleman Velvet Early mit Chiara Tozzo. Die Nummer 5 Buchbühls Love Design Valentine mit Alia Gadonau kommt ebenfalls gut auf. Die Nummer 9 wird hier flattiert. Indian Peaks MB Magnetism mit Flora Seiler und die kleinste, oder eine der kleinsten, Josephine mit Aurelia Kleck. Und jetzt schauen wir zu den B-Ponys zurück. Da hat sich Sunny mit Lorena Knecht einen überlegenen Sieg hier erarbeitet. Wenn nicht noch irgendein Fehler passiert, aber trabt so wunderschön hier Sunny mit Lorena Knecht auf dem Weg zum Sieg und sie dürfen selbstverständlich laut applaudieren. Auf dem zweiten Platz die am weitesten angereiste Theresa Dinzinger mit Varo vom Frankenberg mit einem sehr guten Finish auf dem zweiten Platz. Dann holt sich der ganz weit hinten gestartete mit 60 Meter Handicap angerauscht kommende Untouchable mit Zoe Wittlin das dritte Geld und etwas gemütlicher unterwegs sind Jill Fetch und Scalding Tider, die ebenfalls natürlich ihren Applaus verdient haben, dass die noch bis ins Ziel so richtig schnell marschieren. Scalding Tider, die Stute mit Jill Fetch. Well done. Und das ist der Start zum dritten Rennenpreis der Dominik Immobilien AG. Da bemühen sich mehrere Pferde um die Spitze. Sadi hat sie bekommen. Innen ist Isbahan an zweiter Position. Dann ganz außen Tortuguero, der hatte die äußerste Startposition. Da musste Jenny Langhardt schauen, dass sie jetzt nach innen findet. Und sie ist bereits an zweiter Stelle aufgetaucht. In gutem Tempo mit Sadi in Front. Tortuguero ist zweiter. Dann folgt Isbahan mit Justin. Dann Abrams Creek, The City's Phantom und am Schluss des Feldes Otto. Sadi aber unter Druck, weil Tortuguero näher kommt. Dann Isbahan ist dritter, dann ist es Justin mit Otto und Abrams Creek. Tortuguero kommt näher, aber Sadi hat noch die Spitze, noch etwa 220 Meter. Sadi vor Tortuguero, Tortuguero kommt, Sadi mit Tortuguero. Tortuguero oder Sadi? Sadi ist innen, Tortuguero kommt nicht vorbei. Tortuguero oder Sadi? Sadi wehrt sich, Sadi mit Antonio Ragno gewinnt vor Tortuguero. Ein Problem bei Abrams Creek, da hat die Reiterin die Bügel verloren oder ist der Sattel gerutscht. Aufpassen bitte, Abrams Creek ist nicht unter Kontrolle. Aufpassen bitte, die Leute, die auf der Bahn sind. Abrams Creek kommt in einer rasanten Fahrt hier in den Inselbogen. Aufgepasst, die Leute, bitte nicht auf die Bahn gehen. Denn das wird hier jetzt noch ein Momentchen dauern, bis Cecilia Schnieder Abrams Creek unter Kontrolle hat, so wie schnell wie der hier kommt. Aufpassen bitte. Bitte auch jemand die Pferde dort unten aufpassen, dass die Pferde, die zurückkommen, die wissen natürlich nichts, die Reiter. Aufpassen bitte, schaut, dass die außen bleiben. Abrams Creek ist innen. Und das ist jetzt nicht einfach für Cecilia Schnieder, dass die da oben bleibt. Bin etwas weniger laut. Nicht anfeuern bitte, ja. So, fürs Erste ist die Gefahr gebannt, aber aufpassen, der kommt höchstwahrscheinlich hier nochmal vorbei, weil der scheint nicht müde zu sein. Er hat doppelt Rennen gelaufen. Jetzt ist sie runtergeflogen. Oh no. Sie runtergeflogen? Ja. Jetzt ist passiert, es ist Cecilia Schnieder runtergefallen. Aufpassen, jetzt ist es noch heikler. Hoffen wir, dass sie gleich wieder aufsteht. Abrams Creek ist hier
unverändert reiterlos. Das wird sich jetzt auch nicht mehr ändern, aber nicht unter Kontrolle, wollte ich sagen. Und soll niemand versuchen, den Helden zu spielen, denn 500 Kilo Pferd, das hält man nicht einfach so auf. Lass den galoppieren, bis er müde ist, bitte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das dritte Rennenpreis der Domenic Immobilien AG Chur wird gewonnen von der Nummer 3 und ihr Applaus gehört Sadi. Sadi mit Antonio Ragno im Sattel, trainiert von Andreas Scherrer und auch die Besitzer sind bei uns Toni und Vreni Kreuliger. Herzlichen Glückwunsch. Startfahrzeug nimmt die Pferde in Empfang. Startwagen beschleunigt. Gustavo de Joma versucht einen guten Start zu erwischen. Das ist der Start zum vierten Rennenpreis des Kantons St. Gallen. Gustavo de Joma übernimmt erstmal die Spitze, gefolgt von Elios Debo, der eine ideale Position hat. Dann folgt mit der Nummer 5 Harmony Rose. Die 2, das ist Inabamis und der Favorit Hai nun erstmal am Schluss des Feldes. Im Gänsemarsch in einer Kolonne aufgereiht, Evelyn Hirt in Front. Gustavo de Joma würde gerne noch schneller, was sie aber nicht zulässt. An zweiter Position Xavier Bouvet, der vorhin Pech hatte im ersten Trabrennen. Da gab es einen Sturz und einen kaputten Selkie. Er jetzt an zweiter Position mit Inabamis. An dritter Stelle trabt die Nummer 5, das ist Harmony Rose. Dann eine kleine Lücke, aber gleich wieder geschlossen von Inabamis. Und der Favorit Hai nun am Schluss des Feldes noch in Lauerposition. Jetzt ist das Rennen richtig lanciert. Elios Debo ist in Front. Dann kann Harmony Rose hier mitgehen. Nicht weiter kommt Gustavo de Joma. Und für Hai nun ist der Weg weit. Nur noch 220 Meter und Elios Debo ist weg. Elios Debo ist weg. Elios Debo, Xavier Bouvet, der kann sich schon umschauen. Der wird nicht mehr eingeholt hier. Xavier Bouvet nach dem Pech im ersten Rennen gewinnt er hier das zweite Rennen. Kampf um das zweite Geld mit Harmony Rose vor Hai nun auf dem dritten Platz. Die Nummer 3 dann Gustavo de Joma und fünfter Inabamis. Siegerehrung und Preisverteilung des vierten Rennenspreis des Kantons St. Gallen. Trabrennen über 2450 Metern. Wir bedanken uns recht herzlich beim Kanton St. Gallen und der Interessensgemeinschaft St. Galler Sportverbände IG für die Preise in dieser Prüfung, in diesem Rennen. Und Ihr Applaus, meine Damen und Herren, gehört dem siegreichen Pferd. Ihr Applaus gehört der Nummer 1, Elios Debo. Elios Debo im Besitze von Myriam Bouvet, im Training bei Marc-André Bouvet und im Sölki saß am heutigen Tage Xavier Bouvet. Felicitation, herzliche Gratulation. Das ist der Sieger Elios Debo mit Xavier Bouvet. Start zum fünften Rennenpreis der Allianz Swiss Cour Thomas M. Bergamin. Auf die erste von insgesamt 3 Tribünenpassagen formiert sich das Feld. Prinzess Grischun hat einen guten Start erwischt, aber auch Lenoir drückt hier auf die Spitze. Dann ist Fleur d'Ipanema innen an dritter Stelle, außen Neyfei. Hinter den Pferden galoppiert Atlantico, am Schluss hinter Garde Royale und Giulietta. Es geht in die letzte Gegenseite, jetzt werden die Angriffe dann früher oder später kommen. Lenoir drückt aufs Tempo, Prinzess Grisun muss schauen, dass sie die Spitze behält. Fleur d'Ipanema kann hier jetzt nicht dranbleiben. Garde Royale mit Debbie Eberle geht in Front. Lenoir ist der kontert innen. Dann ist es Prinzess Grischun, die auf dem dritten Platz hier galoppiert. Was kommt von hinten? Fleur d'Ipanema vielleicht noch, aber vorne der Zweikampf mit Lenoir und außen Garde Royale. Garde Royale und Lenoir. Garde Royale mit Lenoir. Garde Royale vor Lenoir, aber Lenoir kontert. Garde Royale oder Lenoir? Lenoir mit Garde Royale. Lenoir, Garde Royale. Lenoir, Garde Royale. Lenoir, Garde Royale. Ein toller Ritt von Pablo Werder mit Lenoir, der hier Garde Royale mit Debbie Eberle ins Leere laufen lässt, den Angriff abwehrt und hier gewinnt. Und Ihr Applaus gehört dem großartigen Sieger in diesem Rennen. Ihr Applaus gehört der Nummer 5, Lenoir. Lenoir im Besitze von Dr. Hans-Jörg Zinsli. Zweiter Tagessieg für Trainer Andreas Scherrer. Und Ihr Applaus auch für den Reiter Pablo Werder. Und das ist der Start zum sechsten Rennenpreis des Kantons Graubünden. Es ist nicht Falco de Flo, sondern Tolstaya mit James Reveley, der sich zuerst mal die Spitze sichert. Es geht weiter gegen die Erdwallhecke.
mit den beiden Schimmeln in Front. Und die machen hier mächtig Dampf. Tolstaya und Falco de Flo, dann Scholikur auf der Verfolgung. Nochmal eine Lücke bis zu Iftan und Kerlas. Und die beiden Schimmel gehen die falsche Bahn. Die Rudi Günthardt-Hecke, beide Schimmel sind draußen. Wir schauen nicht auf die beiden Schimmel. Scholikur führt vor Iftan im weißen Dress und am Schluss des Feldes Kerlas. Tolstaya ist an zweiter Position, aber die sind falsche Bahn gegangen. Ich weiß nicht, ob die mich dann hören. Ich versuche es ihnen zu sagen, aber ich kann mir nicht vorstellen. Scholikur also über die Hürde wieder gegen die Rudi Günthardt-Hecke. Das ist das 13. Hindernis und die gehen wieder falsch. Ja gut, jetzt haben sie es schon mal zweimal. Einmal falsch ist gut, aber das nützt einfach nichts. James Revley hat es jetzt bemerkt. James Revley hat es gecheckt mit Tolstaya, aber Antonio Ragno da vorne. Mal schauen, ob er es begreift. Vielleicht. Auf jeden Fall, wir schauen auf das Rennen. Das ist Scholikur, der führt. Iftan an zweiter Stelle doch schon 6-7 Längen zurück. Man hat es nicht begriffen. Über die Otoy-Hürde. Iftan kommt jetzt etwas näher. Antonio Ragno, no good, no. Jetzt kommt Kerlas immer besser auf. Auch Iftan ist zur Stelle. Es geht noch 5 Hindernisse. Die Jagdhürde im Bogen, Restaurant Grünwaldhecke, der Englische. Und da hält jetzt der Falco de Flo an. Nein, er hält nicht an. Vorne ist jetzt Kerlas. Kerlas hat die Spitze übernommen und wird das wieder ein Sieg für Gabriele Agus. Damian Meskamp, der gibt noch nicht auf, aber Kerlas geht bestechend hier über. Restaurant Grünwaldhecke. Kerlas vor Scholikur. Iftan bei seiner Pause ist an dritter Position, aber vorne gibt es den Zweikampf um den Sieg. Kerlas oder Scholikur? Das ist die große Frage. Über den englischen Scholikur hat noch nicht abreißen lassen. Kerlas an der Spitze. Kerlas gegen den Zweitletzten mit den Jeninser. Kerlas vor Scholikur. Kerlas sieht stark aus. Kerlas sieht richtig stark aus. Kerlas über den Jeninser. Noch ein Hindernis. Jetzt folgt der Scholikur an zweiter Stelle. Der kann hier keinen Boden gut machen. Iftan ist Dritter. Das letzte Hindernis mit Kerlas. Scholikur versucht nochmal Energiereserven zu mobilisieren. Kerlas vor Scholikur. Kerlas mit Scholikur. Der kommt nochmal. Kerlas vor Scholikur. Kerlas, Scholikur wird nochmal schneller. Kerlas mit Gabriele Agus. Scholikur kommt, aber Kerlas gewinnt mit Gabriele Agus auf dem zweiten Platz, Scholikur, dann folgt Iftan und die Pechvögel sind leider Antonio Ragno und Falco de Flo. Die haben nicht den richtigen Parcours absolviert und auch Tolstaya nicht. Ja, das ist jetzt echt ein Ding. Ein hochverdienter Sieg für Kerlas und dieser Gabriele Agus, der gewinnt einfach ein Rennen nach dem anderen. Herzliche Gratulation an die Sieger, an Kerlas im Besitze der Familie Kessler, trainiert von Markus Kessler und Gabriele Agus im Sattel. Ganz innen mit der 1 It's Day, ganz außen mit der 7 Forest du Rochelle und in der zweiten Reihe die 8 Faucon Joyeux, die 9 Diva du Fossé und die 10 El Tresor. Das ist der Start zum 7. Rennenpreis, 20 Jahre Swiss Heidi Hotel mit dem Favoriten, der einiges an Boden verliert. Die Spitze übernimmt Gorky Brio, innen ist es It's Day, dann folgt mit der Nummer 4 Disvi Brumaire, dann ist es Forest du Rochelle, dann ist Faucon Joyeux aus der zweiten Reihe gestartet, im Moment zwar eingeklemmt, aber in guter Position. Das folgt mit der Nummer 2 General Marceau, dann innen die Nummer 10 El Tresor, außen ist es die Nummer 5, Eristoff Gold, an seiner Innenseite Ackerderi, der Favorit, und an letzter Position Diva du Fossé. Gibt es einen Angriff da? Vorne unverändert Evelyn Hirt mit Gorky Brio. An zweiter Position an der Innenseite It's Day, und jetzt macht Evelyn Hirt hier ernst mit Gorky Brio. It's Day versucht dran zu bleiben, das wird schwierig für Disvi Brumaire, der aber nochmal Energiereserven findet. Im Rücken von It's Day ist Faucon Joyeux und jetzt kommt Forest du Rochelle und Ackerderi ganz außen. Und von weit hinten versucht auch
Er ist auf Gold noch zu kommen, aber der Weg ist für ihn mit Sicherheit zu weit. Acker Derry an zweiter Position gibt das den zweiten Tagessieg für Xavier Bouvet. Es sieht ganz danach aus, der wird hier richtig schnell. Aber Gorky Brio wehrt sich noch 200 Meter. Gorky Brio vor Acker Derry, Gorky Brio, Acker Derry geht besser fürs Auge. Gorky Brio, Acker Derry, Gorky Brio mit Acker Derry und außen kommt General Marceau. General Marceau wird schneller, Acker Derry, Acker Derry oder General Marceau, General Marceau. Bei einem Riesenspeed holt General Marceau noch den Sieg mit Ludovic Dereau. Es gewinnt die Nummer 2, General Marceau mit Ludovic Dereau. Auf dem zweiten Platz die Nummer 3, Acker Derry mit Xavier Bouvet und dritter die 6, Gorky Brio mit Evelyn Hirt. Die weiteren Klassierungen, vierte die 1, It's Day, Marion Dinzinger, fünfte die 8, Faucon Joyeux, Valérie Henry und sechste die 7, Forest du Rochelle, Sabrina Wittmann. 2, 3, 6, 1, 8 und die 7. Noch können Sie wetten, 2,20 Franken die Quote für On Your Mark, 2,30 Franken jene für Fuderev, 3,30 Franken gibt es für Tanjar, der in den letzten beiden Jahren jeweils Zweiter war in diesem Rennen und die Nummer 4, Guardamar, steht bei 4:1. Und das ist der Start zum 8. Rennen, großer Preis der Stadt Maienfeld. In gemächlichem Tempo, die beiden Schimmel übernehmen erstmal die Verantwortung, das ist Fuderev mit Damian Meskam im gelb-schwarzen Dress und Guardamar mit Gabriele Agus im blau-weißen Dress. Über das erste Hindernis Mauerhecke ruht die Günthardt-Hecke. Tiefsprung und gleich die Wendung wieder gegen den Holzsprung, von uns aus gesehen links. Wer erwischt das jetzt hier am besten? Da darf man nicht zu schnell sein. Und das macht James Reveley mit On Your Mark. Hat wieder die engste Wendung gemacht, im Gegensatz zu Danjar. Vorne ist aber Fuderev vor Danjar, dann On Your Mark über den Holzsprung. Tamina Forst, Wendung nach links wieder vor die Tribüne, Käpperliwal zum letzten Mal. Und jetzt wird dann, früher oder später, werden die Angriffe kommen. On Your Mark gefährt mir hervorragend da, Käpperliwal. Fuderev mit On Your Mark, Fuderev mit gespitzten Ohren, On Your Mark greift jetzt an und On Your Mark hat die Spitze und da stürzt Guardamar. Guardamar ist gestürzt, jetzt geht's langsam aber sicher nach Hause. Die Hürde und dann eine der Schlüsselstellen, eine wichtige Wendung. Und jetzt hat Antonio Ragno die bessere Position mit Danjar. An zweiter Position ist es Fuderev, der innen durch jetzt gegen die Otterhürde wieder mächtig Dampf macht und die drei sind Kopf, Kopf, Kopf. Mit Danjar gegen den Deltamöbel Sandgraben, Danjar und Fuderev. Innen ist es On Your Mark wieder auf dem kürzesten Weg gegen das nächste Fanion und da ist noch gar nichts geschehen. Danjar wird jetzt aufgefordert. Danjar und Fuderev, eine, zwei Längen vor On Your Mark gegen die Erdwallhecke, das fünftletzte Hindernis. Danjar führt vor Fuderev, dann folgt On Your Mark und es geht jetzt hoch gegen den Baumstamm, runter gegen den Englischen. Was hat On Your Mark noch im Tank? Der ist an dritter Stelle. Vorne ist Danjar. Danjar führt vor Fuderev, ein Riesensprung von On Your Mark, der jetzt an zweiter Stelle geht. Und jetzt macht James Reveley ernst. Und jetzt geht James Reveley in Front mit On Your Mark. On Your Mark gegen das drittletzte Hindernis. On Your Mark führt, Danjar ist zweiter, Fuderev macht sich auf die Verfolgung. Zwei Längen, drei Längen Vorsprung für On Your Mark, Fuderev auf die Verfolgung. Es geht über den Jeninser, das zweitletzte Hindernis. On Your Mark ist vorne, hat das Hindernis absolviert, hat drei Längen, vier Längen, fünf Längen Vorsprung jetzt vor Fuderev und Danjar ist geschlagen auf dem dritten Platz. Das letzte Hindernis mit On Your Mark und James Reveley. Das noch sauber passieren und das muss der Sieg sein. Der Sieg für den Maienfelder Stall. On Your Mark geht nach Hause. On Your Mark mit James Reveley gewinnt für den Stall HMT Maienfeld. Überlegen gewinnt er vor Fuderev mit Damian Meskam und an dritter Stelle Danjar mit Antonio Ragno. Was war das für ein Rennen? Was war das für ein Ding. Ein Riesenritt von James Reveley mit On Your Mark hat die anderen machen lassen, im richtigen Moment angegriffen und die Opposition im Keim erstickt. Hier der vorläufige und unbestätigte Einlauf in diesem 8. Rennen. Großer Preis der Stadt Maienfeld. Es gewinnt überlegen die Nummer 1 On Your Mark mit James Reveley. Auf dem zweiten Platz die Nummer 3 Fuderev mit Damian Meskam und dritter die 2 Danjar mit Antonio Ragno.
Ein einheimischer Sieg für den Stall HMT Maienfeld, Trainer Jürg Langmeier und der Reiter James Revele. Danke einmal mehr für die Begeisterungsfähigkeit. Das gibt's in dieser Form nur hier in Maienfeld. Wir freuen uns, Sie alle am nächsten Sonntag wieder hier begrüßen zu dürfen. Es wird wieder ein ganz tolles Pferderennsportfest.